Liebe Geschwister, Isa alayhi salam, er hatte wie jeder Prophet die folgende Aufgabe, wie Allah Ta'ala es im Koran festgehalten hat. Er verkündete: Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'abudu, hada siratum mustaqim. Wahrlich, mein Herr und euer Herr ist Allah, so dient ihm. Das ist der gerade Weg. Allah Ta'ala zu dienen, das ist der gerade Weg, liebe Geschwister, um den wir 17 Mal am Tag bitten. Ihdinas siratal mustaqim. Ja, und Isa alayhi salam sagte, hada siratum mustaqim, dass man Allah Ta'ala einzig und allein dient. Und er hatte, alayhi salam, noch speziellere Aufgaben. Zwei davon möchte ich thematisieren. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Als Isa alayhi salam mit den klaren Beweisen kam, sagte er: Ich komme ja zu euch mit der Weisheit, um euch einiges von dem klarzumachen, worüber ihr uneinig seid. Das heißt, er sollte Klarstellungen bringen bezüglich der Uneinigkeiten, die in seinem Volk herrschten. So fürchtet Allah und gehorcht mir. Und weiter: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Er kam, um das zu bestätigen, was vor der Tora, was von der Tora, At-Tawrah, vor mir offenbart war. Das heißt, die Offenbarungen vor ihm, diese bestätigte er. Er sagte nicht, das ist alles Unfug, das gibt es nicht, das waren keine wahren Gesandten, sondern er sagte, nein, ich bestätige die Propheten vor mir und das, was sie von Allah offenbart bekommen haben. Und um euch einiges von dem, was euch zuvor verboten war, zu erlauben. Um euch einiges von dem, was euch verboten war, zu erlauben. Das nennt man einen Abstauber, gell? Er kommt entschuldigt zu spät, aber Alhamdulillah, weil wir nicht den Wert der vorderen Reihen kennen, ja, sichert er sich die zweite oder dritte Reihe ab. Ja? Das ist ein Abstauber, mashallah. Ja, wie der Stürmer, der 90 Minuten lang gar nichts macht und dann kriegt er den Pass und dann ja, einfach ins Tor rein, während das Tor leer ist. Dann müssen wir inshallah auch Abstauber sein das nächste Mal. Ja? Beziehungsweise den möchtegern Abstaubern es unmöglich machen. Die vorderen Reihen schließen, so wie die Engel auch ihre vorderen Reihen schließen. Das heißt, Isa alayhi salam, er rief dazu auf, Allah Ta'ala einzig und allein zu dienen. At-Tawhid, die Aufgabe eines jeden Propheten. Zusätzlich sollte er einige religiöse Dispute klären und für Erleichterung sorgen. Ja? Einiges von dem zu erlauben, was zuvor verboten war. Ansonsten, liebe Geschwister, hatte Isa alayhi salam keine besonderen Aufgaben im Bereich der, sagen wir mal, Reformen, was die religiöse Gesetzgebung anbelangt. Er kam nicht, um religiöse Gesetzgebung zu ändern, sondern zu bestätigen. Ja, er bestätigte das, was zuvor herabgesandt worden war, außer in Bezug auf Dinge, die er erlaubte, die zuvor verboten gewesen sind. Das heißt, er hatte keine familiären Aufgaben auch. Ja, er führte in dem Sinne kein Familienleben, als dass er eine Familie selber gegründet hat. Er hat auch keinen Vater gehabt, ja, dem er hätte ein guter Sohn sein können. Und er hat auch keine politischen Aufgaben gehabt, ja, darin auch eingeschlossen, damit verbunden, keine militärischen Herausforderungen. Ja, sondern er kam, um wie gesagt zu Allah Ta'ala einzig und allein einzuladen, um einige religiöse Dinge klarzustellen und um für Erleichterung zu sorgen. Er hatte keinen familiären Auftrag, er hatte keinen politischen Auftrag, sondern es ging vor allem darum, diesen Kern des Gottesdienstes wiederzubeleben. Weil manchmal passiert es, und das wissen wir selber aus unserem eigenen Leben, dass wir uns an Regeln halten, aber irgendwie unser Herz verloren dabei geht. Wir spüren nicht richtig die Beziehung zu Allah Ta'ala. Unsere Herzen sind kalt, hart.
Oder wir achten auf einige Regeln im Rituellen, aber wir vernachlässigen das Miteinander. Wir vernachlässigen die Rechte des Nachbarn. Wir vernachlässigen unsere Mitmenschen, unsere Familienmitglieder, ja? Die Bedürftigen, die Kranken, die Trostbrauchenden. Und um das wiederzubeleben, das war eines der zentralen Aufgaben von Isa alayhi assalam. Und dazu die folgende Überlieferung, noch eine kleine Erklärung eingeschoben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gewissermaßen eine Dreiteilung vorgenommen in Bezug auf das, was Juden und Christen, also die Schriftbesitzer, an Informationen haben. Zum einen gibt es Dinge, die der Islam klarstellt, im Sinne von auch korrigiert, Missverständnisse aus der Vergangenheit korrigiert. Beispielsweise, dass Isa alaihi salam nicht der Sohn Gottes ist oder nicht am Kreuz gestorben ist, wie Christen meinen oder einige Christen meinen. Das wurde korrigiert. Das heißt, diese Art von Information ist korrigiert. Dann gibt es eine andere Sorte von Informationen, die ist bestätigt. Dass Yusuf alaihi salam beispielsweise ein Prophet war, ist im Koran bestätigt. Ja, in eindeutigen Worten. Und die Umma ist sich darüber einig, dass Yusuf alaihi salam ein Prophet ist. Da gibt es keinen Gelehrten, der eine andere Meinung vertritt, beziehungsweise vertreten kann, aufgrund der Eindeutigkeit der Angelegenheit. Gut, wir haben also Korrigiertes, wir haben also Bestätigtes und dann haben wir dazwischen eine Art von Information, die der Islam weder bestätigt hat, noch korrigierte. Und dazu sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berichtet, ja, von den Kindern Israels, darin liegt keine Sünde. Berichtet. Und dieser Erlaubnis sind auch die Prophetengefährten nachgekommen. Beispielsweise hat der Prophetengefährte Abdullah ibn Amr, als er Schriften erhalten hat von den Leuten der Schrift, auch davon berichtet. Hat sie nicht irgendwie eingesperrt oder vernichtet, sondern hat diese Schriften, wie gesagt, bewahrt und davon berichtet. Und das ist, wie gesagt, in Bukhari festgehalten, der Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man von den Kindern Israels berichten soll, darin liegt keine Sünde. Und die historische Information hat Ibn Kathir unter anderem festgehalten in Bezug auf den Prophetengefährten Abdullah ibn Amr und dass er von den Büchern der Christen und Juden auch berichtete. Einer dieser Berichte nun, liebe Geschwister, den auch Imam Ahmad verwendete, ja, aufgrund der Lektion, die darin liegt. Nicht, dass er jetzt historisch bestätigt, das war so gewesen, ja, sondern es gehört zu diesem, was nicht als korrigiert oder verworfen aufgeführt wird und davon darf man berichten, weil darin eine gewisse Lektion möglicherweise liegt oder ein gewisser Nutzen. Deswegen habe ich auch vorhin den Bruder um einen Gefallen gebeten. Jemand fragte Isa alaihi assalam, der Friede sei mit ihm: Wie schaffst du es, über das Wasser zu laufen? Er lief über Wasser, laut dem Bericht. Ob es historisch so gewesen ist, Allahu a'lam. Ja? Wie schaffst du es, über das Wasser zu gehen? Wie schaffst du es, über das Wasser zu gehen? Er sagte, alayhi salam, durch Gewissheit. Ich habe Gewissheit. Vertrauen auf Allah. Und seine Jünger, seine Gefährten sagten ihm, wir haben auch Gewissheit. Aber warum schaffen wir das nicht? Und er antwortete, sind Gold und Steine für euch gleich? Und sie sagten aber nein. Und er sagte, für mich schon. Für mich ist das eine wie das andere. Das eine wie das andere. Lass uns mal darüber nachdenken. Manche Menschen haben Geld, aber sie kommen nicht an das, was sie wünschen. Und umgekehrt, manche mittellose Menschen bekommen das, was sie wünschen oder das, was sie brauchen. Weil Allah derjenige ist, der letztendlich versorgt. Er ist Ar-Razaq, er ist Ar-Raziq, zwei von seinen bestätigten Namen. Aber was die Menschen machen, das ist ein Extrem, in das wir verfallen können. Wir vertrauen auf die Mittel und nicht auf den Entscheider, nämlich auf Allah Ta'ala. Sagen, ja, ich habe die Mittel, ich werde also mein Ziel erreichen. Muss nicht sein. Und umgekehrt,
mag es sein, dass du die Mittel nicht hast, aber du wirst dein Ziel erreichen, weil Allah Ta'ala sie dir früher oder später zur Verfügung stellen wird. Und sei es durch ein Geschenk. Ja, das heißt, wir wollen uns weder nicht bemühen und sagen, ja, Allah kann alles möglich machen, ja, noch wollen wir auf die Mittel vertrauen. Merkt ihr, wie sehr das ablenkt? Umso mehr es uns ablenkt, liebe Geschwister, umso mehr sind wir zu denjenigen gehörend, die auf Mittel vertrauen. Weil für uns das hier und das hier nicht ganz gleich ist. Das eine interessiert uns gar nicht. Aber das hier, ja, das ist unser Problem. Das ist unser Mangel an Gewissheit. Hier, Herr Bruder, ja, dass das auch wieder zurückgegeben wird. Nicht, dass ich in meine Tasche reinstecke und dann vergesse, es zurückzugeben. Ja. Manchmal vergisst man, Dinge zurückzugeben. Ja, und vielleicht ist der Bruder dann scheu, um danach zu fragen. Das passiert manchmal. Ja. Durch Gewissheit. Vertrauen auf Allah Ta'ala. Etwas anderes, liebe Geschwister. Es wird überliefert, Abu Naim hat das aufgeführt, dass eines Tages der Shaitan zu Isa kam und sagte, ist es nicht so, dass nur das passiert, was der Herr will? Und der Isa a.s. sagte, sicher ist es so. Und dann sagte der Shaitan, dann spring von dieser Klippe herunter und schau, ob du noch lebst. Weil durch den Willen Allahs ist das ja möglich. Du würdest nur dann sterben, wenn Allah Ta'ala es auch tatsächlich will. Und Isa alayhi salam sagte, es ist nicht der Diener, der seinen Herrn auf die Probe stellt. Im Sinne von, ja gut, das mache ich jetzt mal und schaue, ob ich noch lebe, ob Allah das noch so wollte. Wir prüfen nicht Allah Ta'ala, sondern es ist der Herr, der seinen Diener auf die Probe stellt. Man übertritt also nicht Gebote, um zu schauen, ja, ob Allah Ta'ala einem danach noch hilft. Ja. Manchmal ist das so in uns drin. Ja, ich werde diese Sünde begehen und dann, ja, aber bestimmt Allah wird mir auch helfen. Allah wird mich da irgendwie unbeschadet rausgehen lassen. So viele 13-, 14-, 15-Jährige, ja, und nicht nur, ja, weil heutzutage sind ja auch die 36-Jährigen, 13-, 14-, 15-Jährige, ja. Die kommen in diese Situation, dass ihnen Drogen angeboten werden, Alkohol angeboten werden wird oder gewisse Mutproben. Ja, mach dies oder mach das, klau dies oder jenes oder, ja. Und dann, er hat nicht den Mut zu sagen, nein, das mache ich nicht. Nein, ich bin Muslim und das gehört nicht zu meinem Weg. Entweder ihr akzeptiert mich so als Freund und wir machen auch anständige Sachen oder wir gehen lieber getrennte Wege. Er hat diesen Mut in dem Moment nicht. Und dann denkt er sich vielleicht, ja, inshallah, Allah wird mich schon irgendwie beschützen. Aber in dem Moment machst du das, ja, was Isa alayhi salam ausgesprochen hat oder was überliefert wird, ja, dass er ausgesprochen hat. Du stellst deinen Herrn auf die Probe. Tu das nicht. Halte dich an die Regeln, die schützen, die Grenzen, die schützen. Weil, liebe Geschwister, diese Regeln, diese Gebote sind wie Zäune. Aber was hinter den Zäunen ist, ist nur Gefahr. Wenn du siehst, ja, dahinter ist ein Abgrund, dann wirst du den Zaun auch zu schätzen wissen. Du wirst sagen, Alhamdulillah, dass dieser Zaun da ist. Ja? Oder beim Balkon, ja, man sagt nicht Geländer, da gibt es ein anderes Wort dafür. Da sagt man, Alhamdulillah, dass das da ist. Ja? Und so sollen wir auch die Regeln verstehen. Alhamdulillah, dass diese schützenden Regeln da sind. Weil wenn wir sie übertreten aus Unwissenheit oder aus Schwäche, weil wir verführt werden, weil wir nicht stark genug sind, dann lauert dort hinter eine Gefahr. Und daran mögen wir denken. Nur übrigens, liebe Geschwister, keiner von euch soll jetzt denken, okay, Alhamdulillah, die Quelle, die Berichte der Schriftbesitzer sind ja eine wundervolle Quelle der Weisheit. Ja, sind sie, definitiv. Aber keiner von uns soll denken, er soll jetzt einfach sich christliche oder jüdische Schriften zulegen, bevor er nicht in seiner eigenen Religion auch gefestigt ist. Weil die Frage ist, kannst du unterscheiden, was hat der Koran und die authentische Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam korrigiert? Was haben unsere authentischen heiligen Quellen bestätigt und was haben sie offen gelassen?
Wenn man zu dieser Unterscheidung fähig ist, dann legt los, weil der Muslim, er sucht das Wissen überall, wo es ist. Ja, und der Prophet Muslim hat gerade dies speziell angesprochen. Aber wenn man selber noch nicht fähig ist, diese Unterscheidung vorzunehmen, wird man garantiert auch den einen oder anderen Fehler machen, was einen dazu führt zu sagen, wir studieren erstmal aus unseren eigenen Quellen, bevor wir auch gefestigt genug sind, mit anderen umzugehen. Ja? Gut, dass Isa alayhi salam seinen Auftrag erfüllen konnte, zu Allah Ta'ala einzig und allein einzuladen, um religiös Dinge zu klären und um auch zu erleichtern, hat er ja eine Glaubwürdigkeit bei den Menschen benötigt. Eine Glaubwürdigkeit von den Menschen benötigt. Und um diese Glaubwürdigkeit herzustellen, hat Allah Ta'ala ihn besondere Wunder wirken lassen. Und sie sind wirklich gewaltig. Gewaltige Wunder, die ansonsten wohl bei keinem anderen Prophet, und das ist meine Meinung als Laie, bei keinem anderen Prophet zu finden sind. Was Isa alayhi salam charakterisiert, subhanallah, ist im Vergleich zu dem, was andere Propheten charakterisiert, besonders. Ja? Und das Einzige, was dies überwiegen kann, ist das, womit der Prophet gekommen ist, sallallahu alaihi wasallam, mit dem Koran. Aber abgesehen davon, ja, die Art der Wunder von Isa alaihi salam, also wenn man vom Koran absieht, weil der Koran ist das bleibende, beständige Wunder und das Wort Allahs, dass man mich nicht falsch versteht. Aber abgesehen von diesem Wunder, subhanallah, was Isa alaihi salam alles erlebt hat. Ja? Angefangen damit, ja, mit seiner Geburt, der keinen Vater hat. Subhanallah. Der keinen Vater hat. Und schon wenige Tage nach seiner Geburt, oder Momente, Allahu A'lam, Allah weiß es am besten, sprach er als Baby. Subhanallah. Als Neugeborenes. Das Wort Baby lassen wir lieber weg, als Neugeborenes. Wir wollen immer die Worte wählen, die am würdigsten sind für unsere Propheten. Ja? Als Neugeborener sprach er, und er sprach seine Mutter, Maryam, alayha as-salam, der Friede sei mit ihr, frei von dem, von den Vorwürfen der anderen. Und subhanallah, liebe Geschwister, ich habe es überprüft, dieses Wunder ist noch nicht mal in der Bibel erwähnt. Wir Muslime schreiben Isa alayhi salam, ja, aufgrund von authentischen Quellen mehr Wunder zu als Christen und Juden. Als Juden sowieso, weil Juden erkennen ihn nicht als Propheten an, sondern für ihn ist Isa alayhi salam ein einfacher Mensch mit allem, was dazugehört, ohne darauf jetzt näher einzugehen. Ja? Und er sprach als Neugeborenes. Und in den authentischen Überlieferungen ist festgehalten, dass dies nur dreimal in der Weltgeschichte passiert ist. Dieses Wunder hat Allah Ta'ala nur dreimal geschehen lassen. Und Wunder, liebe Geschwister, subhanallah, dass er Tote wieder lebendig gemacht hat. Und Menschen, die schwere Krankheiten hatten oder die erblindet waren oder die taub gewesen sind, wieder sehend und hörend gemacht hat. Allah Ta'ala sagt dazu im Koran, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst und was ihr in euren Häusern verborgen haltet. Das heißt, er konnte praktisch, ich weiß nicht wie, ob er das sehen konnte oder ob Allah Ta'ala ihm das eingegeben hat, aber er konnte den Leuten mitteilen, was in ihren Häusern drin ist. Ja, und Tote lebendig machen. Und die Leute haben das gesehen, subhanallah, um ihn herum. Manche haben ihn angenommen als Gesandten und andere haben ihn verworfen als Gesandten Allahs und andere wiederum haben ihn als nicht gewöhnlich akzeptiert, aber haben ihm die Rolle des Sohn Gottes, ja, oder Gottes selber zugesprochen. Und all diese Wunder, liebe Geschwister, ja, so wundervoll sie auch
sein mögen, ja, und so beeindruckend sie auch sein mögen, und mich als, einfach nur als einfachen Menschen, ja, abgesehen vom Wunder des Korans, weil das ist das unerreichbare Wunder, ja, und das bleibende Wunder, aber abgesehen davon finde ich diese Wunder beeindruckender als die Wunder, die Musa a.s. Wirkte, oder die Wunder, die Nuh a.s. Wirkte. Ja, in Bezug auf Nuh, wir wissen, ja, das, was er mit Nägeln und Holzbrettern gebaut hat, ja, dieses Schiff im Vergleich zu den Wellen, die, wie Allah Ta'ala es beschreibt im Koran, wie Berge gewesen sind. Kaljibal. Ja? Diese Wellen waren wie Berge gewesen, und dieses Holzschiff, ja, subhanallah, hat dem Stand gehalten. Das ist auch ein Wunder, liebe Geschwister, das ist auch ein Zeichen. Ja? Aber wie gesagt, das ist eine rein persönliche Einordnung. Ja, weil übrigens die Mehrheit der Gelehrten zählen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibrahim und danach Musa als beeindruckendste Propheten auf. Ja, aber das ist auch eine Ijtihad-Frage. Kein Ijtihad ist dort, dass man sagt, dass Nuh alaihi salam und Ibrahim und Musa und Isa und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dies die fünf großen Propheten sind. Das ist keine Ijtihad-Frage, weil das aus dem Koran deutlich hervorgeht. Ja? Aber innerhalb der Reihenfolge nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da hat die sunnitische Gemeinde durchaus verschiedene Auffassungen. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Wunder und wie sie mich als Person beeindrucken, nicht auf eine andere Gelehrtenaussage bezüglich der Reihenfolge der anderen Propheten, die gerade genannt worden sind, und der Friede Allah sei auf all diesen. Das ist nicht mein Kontext, innerhalb dessen ich jetzt gerade gesprochen habe. Gut, und ansonsten sagt Allah Ta'ala auch um dies, dass wir dies verarbeiten können, ja, dass Isa alayhi salam ansonsten auch ein gewöhnliches Geschöpf ist, ja, ein außergewöhnliches Geschöpf, ja, aber ansonsten auch ein gewöhnliches Geschöpf. Allah Ta'ala sagt im Koran: Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Ja, wenn Allah Ta'ala etwas bestimmt, sagt er nur kun, ja, und es ist, fayakun. In Bezug auf die Kreuzigung, liebe Geschwister, möchte ich das Folgende festhalten. Es ist an und für sich, wir wissen historisch aus dem Koran, Isa a.s., er wurde nicht gekreuzigt, er wurde auch nicht getötet, sondern Allah Ta'ala sagt im Koran über ihn: Bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Dass Allah Ta'ala ihn zu sich emporgehoben hat. Dass er nicht gekreuzigt wurde und dass er nicht getötet wurde. Geht eindeutig aus dem Koran hervor. Ja? Darauf aufbauen sage ich, es wäre allerdings keine Sache der Unmöglichkeit, dass Isa a.s. getötet worden wäre. Zuvor wurden auch viele Propheten getötet. Das ist also nicht etwas, nichts Unmögliches, dass so etwas passieren kann. Doch, und Allah Ta'ala sagt im Koran, ja, wie viele Propheten wurden von ihren Widersachern auch getötet. Aber was niemals, ja, Aqida-technisch denkbar ist, dass eine Person quasi aufgrund ihres Todes oder durch ihren Tod, dass daran geknüpft ist, dass man, wenn man daran glaubt, dass die Sünden von Allah Ta'ala verziehen werden. Ja, das heißt, diese zusätzliche Lehre ist etwas, was absolut unmöglich ist. Ja? Aber wie gesagt, Allah Ta'ala hat auch im Koran eindeutig klar gemacht, dass Isa a.s. nicht gekreuzigt wurde. Ja? Aber wie gesagt, selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, so wäre damit keine Sündenerlösung in irgendeiner Form verbunden. Was uns Muslime, ja, allerdings auch in diese Position versetzt, erklären zu müssen oder erklären zu dürfen, dass Allah Ta'ala trotzdem der Liebevolle ist. Ja? Weil was wir hören im Volksmund, ja,
der Christen, dass Gott so liebevoll gewesen ist, dass er seinen eigenen Sohn hat am Kreuz sterben lassen, dafür, dass dadurch dann die Sünden vergeben werden. Ja, das heißt, es wird mit der Liebe Gottes verbunden, mit der Liebe von Allah Ta'ala verbunden. Und wir sagen, ja, wir bezeugen auch die Liebe von Allah Ta'ala. Ja? Aber dazu ist keine Kreuzigung notwendig, beziehungsweise auch nicht notwendig, dass mit einer solchen Kreuzigung dann einhergeht, dass Gott durch den Glauben an diese Sünden vergibt. Ja? Und dazu, liebe Geschwister, habe ich euch mehrere Koranverse auch vorbereitet, um in unseren Herzen auch dies wieder aufleben zu lassen, dass Allah Ta'ala der Liebende ist, der Liebevolle ist und dass wir das auch unsere Mitmenschen weitertragen können. Allah Ta'ala sagt im Koran, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah liebt die Gerechten. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah liebt diejenigen, die Reue begehen und er liebt diejenigen, die sich reinigen. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Und Allah liebt die Gottesfürchtigen. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah liebt diejenigen, die auf ihn vertrauen. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Und Allah liebt diejenigen, die geduldig sind. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ. Und Allah liebt diejenigen, die reinigen. Ja, es kann sich auch auf andere beziehen, also die auch daran arbeiten, dass andere Seelenreinigung erfahren. Und Allah Ta'ala sagt in Bezug auf sich selbst, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Er ist derjenige, der Sünden verzeiht und der liebevoll ist. Ja, und weiter, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا. Gewiss, diejenigen, die glauben, die Iman haben und die Gutes tun, denen wird Allah Liebe gewähren. Für diese hat er Liebe vorbereitet. Und er sagt in Bezug auf Musa alayhi salam, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. Und ich habe auf dich Liebe von mir gelegt und damit du vor meinem Auge aufgezogen wirst. Subhanallah. Allah, der Liebevolle. Allah, der liebt. Und der uns auch Hinweise gibt, wie wir diese Liebe erlangen können. Ja, und dazu ist, wie gesagt, nicht notwendig, dass einer seiner Gesandten stirbt oder getötet wird, was an und für sich, wie gesagt, möglich ist, sogar gewöhnlich war in Bezug auf viele der Propheten. Ja? Und wir brauchen daran auch nicht als Menschen zu knüpfen, dass damit verbunden, mit dem Tod eines Propheten, die Sündenerlösung zu erlangen wäre. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Geschwister, die Überlieferungen, die Isa alayhi salam, die über Isa alayhi salam festgehalten worden sind, möchte ich jetzt auch fortführen. Isa alayhi salam sagte, wie Ar-Razi überliefert: Allah hat mir die Kraft gegeben, Leben den Toten, Augenlicht den Blinden, Gehör den Tauben zu geben. Aber er hat mir nicht die Kraft dazu gegeben, den Narren von seiner Narrheit zu befreien. Darauf aufbauend, nicht so viele Facebook-Diskussionen führen. Ja? Einige von diesen sind erst dann heilbar, wenn Allah Ta'ala ihnen Heilung zukommen lässt. Verschwendet nicht so viel Zeit auf Facebook. Ja, und Imam Shafi'i hat auch gesagt, Allah möge mit ihm zufrieden sein, immer wenn ich mit Narren diskutiert habe, sah es so aus, als ob ich verloren hätte. Ja? Und wie gesagt, viele von diesen Facebook-Diskussionen komplett sinnlos. Isa alayhi salam sagte auch, schaut nicht wie Herren auf die Fehler der anderen, sondern schaut wie Bedienstete auf die eigenen Fehler. Ja? Mit großer Demut, schaut auf eure eigenen Fehler, schaut nicht wie
wie Herren, ja, wie arrogante Menschen auf die Fehler der anderen. In der Vorbereitung der heutigen Chutba bin ich auf einen Bericht gestoßen, der etwas außerhalb der Thematik ist, aber der mich sehr berührt hat, der mich sehr berührt hat. Und den möchte ich als Abschluss jetzt aufführen. Es gab eine Delegation von arabischen Christen aus dem Najran zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Ibn Ishaq überliefert, dass die Prophetengefährten keine eminentere Delegation gesehen haben als diese Delegation aus dem Najran. Sie kamen in die Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, es waren 60 Reiter gewesen. Ja, und ihr wisst, die Muslime damals, sie waren nicht so finanziell stark. Ja, also 60 Pferde, 60 Reiter. Und sie hatten wunderschöne Gewände und Umhänge an. Also sie haben so Prunk auch gezeigt. Und mit dabei waren 14 Persönlichkeiten, die Entscheider waren, die bekannt waren als Anführer. Oh, ist eine bedeutende Delegation, also reich und würdevoll. Ja, und verschiedene Würdenträger, also religiöse Würdenträger, politische Entscheider. Ja. Und sie diskutierten mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch über die Religion, wer ist Isa alaihi salam. Ja. Und am Ende hat man sich darauf geeinigt, sozial miteinander zu leben, aber dass jeder, wie gesagt, seine Religion und seine Überzeugungen auch hat. Ja. Was mich jetzt beeindruckt, ja, ist die folgende Überlieferung. Ja, wie gesagt, 14 besondere Anführer, 60 Reiter und sie haben, ja, es war eine beeindruckende Delegation einfach. Und sie haben den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aber um eine Sache gebeten. Sie haben gesagt, ja, aber al-Qasim, also sie haben ihn respektvoll angesprochen, aber nicht beim Titel, dass er der Gesandte Allahs wäre natürlich, ja, weil das ihrem Glauben widersprach. O Vater von Qasim, schick uns einen deiner vertrauenswürdigen Männer, weil wir haben unter uns Streitigkeiten und die wollen wir geklärt haben. Und wir sehen deine Leute dazu als befugt. Denk mal nach. Da kommt die Creme de la Creme, die Elite eines Volkes. Und sie besteht darauf, ihren eigenen Glauben weiter fortzuführen. Und der wird geschützt durch einen Vertrag. Und dann sagen sie, ja, O Abul Qasim, schick uns einer deiner Leute. Wir haben Streitereien unter uns. Und wir wollen, dass einer deiner Leute dies klärt. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich werde euch sicherlich jemanden schicken, der vertrauenswürdig ist. Und dann überliefert Hudhaifa, und das ist in Bukhari festgehalten, er überliefert, dass alle Prophetengefährten, die da gewesen sind, die Hoffnung hatten, dass ihr Name genannt wird. So, was lässt uns das jetzt wissen? Sie alle waren vertrauenswürdig. Sie alle waren gerechte Menschen. Sie alle waren auch kompetent gewesen. Und sie haben deswegen die berechtigte Hoffnung gehabt, dass ihr Name fällt. Stellt euch mal vor, wir wären da gewesen. Wie gesagt, ich weiß schon jetzt, mein Name wird nicht genannt werden. Hm? Aber Hudhaifa überliefert, alle haben die Hoffnung gehegt, dass ihr Name genannt wird. Subhanallah, bezeugt von den anderen. Liebe Geschwister, da müssen wir wieder hin. Genau da müssen wir wieder hin. Andere haben ihren Glauben, das wird bis zum Tag des Gerichts so bleiben. Ja? Allah Ta'ala hat diese Möglichkeit gegeben. Ja? Aber diese anderen, sie müssen uns anerkennen als vertrauenswürdig, als kompetent. Und diese Anerkennung wird natürlich nur dann kommen, wenn wir auch so sind. Wenn dies ausstrahlt auf andere Menschen, subhanallah. Wenn dies ausstrahlt auf andere Menschen. Das heißt, trotz dieser Kompetenz, die diese Leute hatten, da gab es, ja, es wird überliefert, einer war für Religiöses zuständig, für die Leitung der Gebete. Der andere hat die Ratsversammlung geleitet. Ja? Und ein anderer war für die Reiseleitung zuständig. Also, die haben richtig, also, ja, Hierarchien und Aufgabenteilung gehabt. Das heißt, waren kompetent. Ja, und sie beharrten auch auf ihrer Religion. Aber beides hat sie nicht davon abgehalten, nach einem der Männer des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu bitten, zu fragen, ja, um ihre eigenen Schwierigkeiten zu klären. Warum? Weil diese Umma war bekannt, ja, für ihre Vertrauenswürdigkeit und für ihre Kompetenz, liebe Geschwister. Ja.
Wen hat der Prophet ausgewählt? Sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah. Ja? Allah möge mit ihm zufrieden sein. Aber wie gesagt, es wären viele andere da gewesen und viele andere hatten, wie gesagt, die Hoffnung gehabt, darunter zu sein. Ich schließe mit den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf ein Gotteshaus. Allah lässt nichts durch Gold und Silber erbauen, was einen Wert hätte. Auch nicht durch diese Steine. Egal was gebaut wird, es hat bei Allah Ta'ala keinen Wert. Rechtschaffene Herzen sind Allah lieber als diese Steine. Denn Gott kultiviert die Erde durch rechtschaffene Herzen und durch die Abwesenheit dieser wird sie zerstört. Das überlieferte Imam Ahmad. Ja Mujib, Ja Rahman, Ja Rahim, bitte vergib uns unsere Sünden, bitte reinige unsere Herzen, bitte vereine die muslimische Umma, O Allah, und lass jeden Einzelnen der hier Anwesenden einen Beitrag dazu leisten. O Allah, bitte lass uns unsere Gebete lieben, O Allah, die Reue lieben, O Allah, die Reinigung lieben und die Vereinigung der Muslime auch lieben, O Allah. Allahumma amin. O Allah, bitte schütze uns vor üblen Machenschaften und bewahre unseren Dien und unseren Iman und unsere Einheit, O Allah, untereinander. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und schenke den Kinderlosen Kinder, O Allah, und schenk uns Harmonie in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Schenk uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir beten hat und schenk uns Zuflucht und Schutz vor allem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz und um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.